Hallo, hier spricht wieder euer Remora. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge meines XCOM 2 Playthroughs auf dem Schwierigkeitsgrad Legende Iron Man. Heute haben wir einen Gorilla-Einsatz vor. Wie letztes Mal schon erklärt, werden wir hier den dämonischen Hexer anpacken, 173 Vorräte und das düstere Ereignis Alien Code verhindern. Auf geht's! Setze Kurs auf Sektor 9, die westliche USA. Wir können Großteil auf unsere guten Leute zurückgreifen. Nur Ygritte ist noch einen Tag und Warp noch 3 Tage verwundet. Schauen wir mal an, wir nehmen Sam mit. Wir bringen Ilaria und wir bringen Ed mit. Wir haben Wyman mit dabei. Endlich mal wieder, ich glaube es ist jetzt 3 Missionen her, die er aussetzen musste. Brienne haben wir dabei. Und einen haben wir noch offen und ich denke wir bringen Euron mit. Zweiten Grenadier. Ich glaube, das schadet nicht und wie wir hier schon sehen, haben wir jetzt die abgegradeten Splittergranaten, die jetzt Plasmagranaten heißen. Sehr schön. Da müssen wir erst noch die Gegenstände freigeben. Denn hier hätte ich ganz gern den Schädelstecker. Da ist er. Dann haben wir noch das Mimic Beacon. Tracer Rounds, die gehen wir mal Wyman. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch die Blendgranate übrig. Und eine Gasgranate haben wir auch gekriegt, stimmt. Die müssen wir jetzt aber erstmal durchlesen, was die eigentlich überhaupt macht. Nehmen wir mal mit, schauen wir mal, was passiert. Ehrlich gesagt, ich habe wirklich gar keine Ahnung, was das gut ist. Die hatte ich bisher noch keine meiner Playthroughs. Gasgranate. Gut. Ich denke, jetzt haben wir alles equipped. Auf geht's. Skyranger eingesetzt. Grünes Licht für Teameinsatz. Wir haben hier eine gute Gelegenheit, die Fortschritte der Aliens bei ihrem aktuellen Einsatz zu stören. Es gibt Informationen, dass Advent ein sicheres Datenarchiv mit einem ihrer Züge durch dieses Gebiet bringt. Die Daten darin sind äußerst wichtig für die Bemühungen der Aliens. Wir gehen rein, um den Zug zu sichern. Schalten Sie alle Feinde aus und bringen Sie uns die Daten. Firebrand bringt uns in die Slums gefährliche Gasse in Edmonton. Operation Dämonische Hexe, diesmal passt der Operationsname mal, was ja eher selten der Fall ist. Und wir sollen den Gegenstand aus einem Adventzug bergen. Das ist eigentlich immer recht hart, also wir müssen in 8 Runden bis dahin und uns daneben stellen, um den dann aufzunehmen. Und natürlich sämtliche Feinde neutralisieren. Aufgrund vom Schwierigkeitsgrad gehe ich mal von 4 Gruppen aus. Menace 1-5, wir haben das Advent-Datenarchiv in der Nähe Ihrer Position geortet. Aber Vorsicht, beim Ziel befinden sich selbstauslösende Sprengladungen. Rücken Sie vor, um das Paket zu entschärfen und zu extrahieren, bevor seine Inhalte zerstört werden. Okay, 8 Runden Zeit, das ist nicht viel. Deswegen werden wir auch gleich mal ein bisschen vorpreschen. Ist das zu weit? Aber wir riskieren es. Haben wir 5 Leute, die dann drauf reagieren könnten. Okay, nix. Passt. Hier, wenn wir nicht hergehen, das ist immer zu gefährlich. Auch das war schon ganz schön knapp. Enseguida. Okay, da haben wir die erste Gruppe.
Was sind das? Zwei Stunlancer. Oh, die sind auch upgegradet. Kann das sein? Die hatten doch sonst immer 8 Leben. Okay. Also zwei upgegradete Stunlancer. Ja, den zweiten sehen wir jetzt nicht, aber vorher haben wir gesehen. Und einen Elite-Captain. Kann ihn irgendwo hochbringen? Na gut, später mal da drüben. Ich denke mal, lange Zeit haben wir nicht, das heißt, da sollte man auch direkt drauf gehen, aus meiner Sicht. Was hat dann hier Elaria für Schusschancen? Eigentlich ganz gute, ich glaube, die packen wir mal in. Wyman packen wir mal in Overwatch. Und dann fangen wir mit einem unserer beiden Grenadiere mal an. Fangen wir mit Ed an. Na, probieren wir doch gleich mal die Gasgranate aus. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was die macht. Das sehen wir jetzt dann gleich. Ah, okay. Dann kenne ich sie doch. Auf Englisch heißt sie da ein bisschen anders. Hat nichts mit Gas zu tun, soweit ich weiß. Okay. Aber passt. Ja, ist natürlich super eigentlich. Weil die einerseits schwer verletzt und andererseits, und das ist natürlich auch ein Vorteil, die hier jetzt verätzt hat oder was in die Richtung. Die verlieren jetzt Leben. Und die haben sich schön hier aufgestellt, sodass man sie. Ich gehe jetzt einmal davor aus, hier mit sauber Flankshots ein. Ja, die können wir hier ganz schön sauber treffen. Gehen wir da her. Ich hoffe, das ist nicht schon wieder zu weit, dass wir die nächste Gruppe aufmachen. Oh, diesmal nicht. Puh. Okay, was haben wir? Komischerweise ist. Ah ja, warum ist er eigentlich jetzt. Ah ja, weil ich zu weit rüber gegangen bin. Okay. Rien. Hat er noch 4 Leben, okay. Ist aber nicht so super prickeln. Wie hat eigentlich Schaden hat die Gasgranate gemacht? 3, 2, okay, das ist jetzt nicht so super. 3, 2, aber hier. Ah, okay, da kommt noch der Schuss von Wyman mit dazu. Okay, dann denke ich mal, wir machen mal Euron das hier. Gut, der Captain ist down. Brienne. Such dich mal den. Sehr schön. Auch noch kritisch getroffen, der ist auch down. Aber tatsächlich werden wir jetzt. Achso, ne, wir haben auch neue Lage, die wir irgendwie komplett übersehen. Jo, die probiert es natürlich dann auch. Auch hohe Crit-Chars oder 40%, naja. Also immerhin Chars. Okay, leider. Oh, die können in der Zwischenzeit auch schon dodgen, die Elite. Jungs. Er kommt jetzt näher. Erstmal wird er wahrscheinlich nur Schaden einstecken durch die Vergiftung. Okay, das ist nur eins. Jetzt werden wir ein bisschen Schaden einstecken. Er wird sich herbewegen. Er wird sich einen von den beiden Grenadieren schnappen. Add, oh, 5 Schaden. Und bewusstlos gleich. Wow. Okay. Natürlich. Oh. Nicht schlecht.
30%, das heben wir uns noch auf. Das macht irgendwie keinen Sinn. Brienne kann natürlich wieder zurückbringen. Das machen wir auch, weil sonst müssen wir ihn jetzt die ganze Mission tragen. Oder ist er zurück? Welcome back. Kann er auch schießen? Kann er. Gleich mal rächen. Geht ja gar nicht. Der hier veranstaltet hat. Okay, down. Und auch noch Loot. Fortschrittliche Automatik. Da muss ich jetzt auch mal wieder schauen, diese ganzen Sachen einzusetzen. Wo ist er? Hier ist Sam, immer noch concealed. Haben wir immer noch nicht gebraucht. Schauen wir mal ein bisschen weiter. Okay, da wollen wir natürlich nicht rein tappen. Schauen wir noch weiter. Wie weit ist es denn noch? Okay, da ist es. Aber trotzdem, wir haben nur noch 6, gleich nur noch 5 Runden. Also jetzt nicht mehr so viel, aber es kommt auch gar nichts. Finde ich ja schon mal cool. Wenn ich den da hochbringe. Schon gefährlich, gell? Wir probieren es trotzdem mal. Schau mal ins Haus rein. Im Haus ist nichts. Was ist, wenn ich den jetzt da hochbringe? Er wäre auf jeden Fall hinter Full Cover. Okay, bei weitem bessere Position schon mal. Ja, Brienne kann dann auf jeden Fall hierher gehen. Aber wir werden uns jetzt nicht so bewegen, dass wir hier irgendwas pullen. Das steht schon mal fest. Das heißt, er wird nur bis hierher gehen. Und Ellaria hier an die Hausecke schmiegen, denke ich mal. Okay, haben wir nur noch die. Passt. Dann Overwatch. So. Okay, das Objective haben wir, aber immer noch keine weitere Gruppe. Menace 15, vier Avenger. Das Zielpaket wurde bestätigt. Versuchen Sie nun die Bergung. Weiteres Force. Oh, das tatsächlich kann man hier nicht her. Wird man uns selber vergiften. Das wir natürlich auf gar keinen Fall wollen. Jetzt schauen wir erstmal mit Wyman. Der ist doch da oben irgendwo. Nur den in der Position bringen. Daher vielleicht. Ich denke, da kann er dann das Rest der Mission bleiben. Ich denke, der wird sich da nicht mehr wegbewegen. Was ich gut finde. Jo, Ed hat einen weiten Weg vor sich. Ich glaube, den stelle ich daher, wo jetzt gerade noch Ellaria steht. Die können wir freistellen, da wir keine Gruppe nicht haben. Ja, und Ed müssen wir jetzt mal schön nachziehen. Hier den weiten Weg. Er ist natürlich immer noch da. Wie komme ich drauf, dass jetzt mit sich hier gehen würde? Okay. Was wir noch machen jetzt hier, ist gleich noch eine Heilung durchziehen. Da haben wir 4. Die werden wir nie brauchen bis zum Ende der Mission. Wo wir gerade Zeit haben. Passt, der Rest geht auf Overwatch. Ich höre zumindest was, aber da kommt was aus dem Finsteren, eine Viper. Plus ein Shieldbearer. Da ist doch sicher noch einer dabei, oder? Nur 2 jetzt. Oh, wir haben sie noch gar nicht aufgedeckt. Alles klar, also Sam ist der Einzige, der sie bisher quasi sieht. Wyman sieht sie wahrscheinlich durch Squad-Side. Schauen wir mal. Genau. Er sieht aber auch nur die Viper. Hat aber 100% drauf. Genau. So starten wir den Kampf hier auch. 8 Schaden. Sehr schön. So. Also sind es wirklich nur die 2? Tatsächlich. Das ist aber nicht viel.
Euron? Wenn ich die nach rechts bringe, mache ich da rechts irgendwas auf. Ich würde es nicht wundern, ehrlich gesagt. Wollen wir das aufmachen? Unter gar keinen Umständen eigentlich. Kommt er denn von hier auch schon da? Bis davor. Ja, und ach Gott. Trifft alles. Sehr schön. Ja dann. Los geht's. So, jetzt schauen wir mal, was die Plasmagranate an Schaden macht. Okay, die macht jetzt 5. Oder oh, bei dem sogar 6. Also 5 bis 6. Sehr schön. Die Wippe ist down und er steht ungeschützt in der Gegend rum. Ich denke, da können wir jetzt sogar den Zug hier wagen. Oder wollen wir wirklich wagen? Ne, da können wir auch hergehen. Wir gehen mal nicht rechts. Ich will nichts zusätzlich pullen. Ganz klare Aussage. Mir reicht es jetzt gerade. Kombrieren hier schön hin. Wunderbar. Gehen wir mal Brienne den Schuss. Schauen wir mal, ob es reicht. Gleich noch kritisch. Der Schildbärer. Und was haben wir denn hier? Kiste hacken. Ach, ich kann von hier die hacken. Das ist natürlich großartig, gell? Das machen wir. Also damit haben wir sogar nach 4 Runden schon das Objective fertig. Ja, das ist immer cool. Da können wir uns jetzt hier schön positionieren. Oh, da hinten hat sich ein Mutant versteckt. Dem haben wir jetzt aber auch leider gepult mit dem Versuch, das hier zu hacken. Ja, den kleinen Vorratsspeicher holen wir uns, den haben wir sicher, oder? Ja. Denn ich denke, genau, also der Gremlin, sobald er den sieht, pullt er jetzt automatisch die Gruppe, die da steht. Aber die Gruppe ist natürlich ewig weit weg, das ist gut. Bestätigt. Die Ladungen sind entschärft und das Paket gesichert. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde in der Nähe des Einsatzgebiets. Der hat doch nicht gepult? Okay, das ist mir manchmal ein Rätsel, wann jetzt der pult und wann nicht. Weil wir hatten schon mal eine Mission, wo er genau in so einer Situation die andere Gruppe dann gepult hat. Okay, können wir Ed hier ins Freie stellen. Haben wir nichts mehr. Passt, Overwatch für alle. Werden es tatsächlich nur 3 Gruppen werden? Cool. So, versuchen wir mal Squad-Zeit auf die zu kriegen. Beziehungsweise überhaupt noch mal zu identifizieren, wer ist es denn? Oh, ein Codex habe ich jetzt auch. Da war jetzt ganz kurz im Codex neben der Kiste zu sehen. Das sehen wir jetzt aber immer noch nicht. Also, wir können unsere Leute noch in bessere Position bringen. Wo sie eigentlich eh schon alle in Superposition, also außer er in Superposition sind. On the move. Das ist alles ja auch noch hinter Full Cover. Ist ja cool. Können wir Euron noch ein bisschen nach vorne. Arrivo. Da gehen wir mal auf eine Runde Overwatch, mal schauen, was passiert. Die werden sich doch mal bewegen, oder? Nachdem wir ihnen jetzt die Kiste hier aus der Entfernung gestohlen haben. Immer noch nicht. Okay. Also da müssen wir jetzt dann Sam noch ein Stückchen vorziehen und dann müsste jetzt eigentlich die Gruppe sehen. Also es gibt jetzt gar keine andere Möglichkeit mehr. Okay, was ist es? Oh, da haben wir uns leider auch gleich entdeckt. Und es ist eine fette Gruppe. Sauber. Muton, Centurion. Es sind 2 Gruppen. Codex und 2 Sektoids, oder? Aber irgendwie haben wir sie nicht gepult. Sie haben uns entdeckt, wir haben sie aber nicht gepult. Okay. Okay, oder haben wir sie jetzt gepult? Also das ist jetzt eine echte Frage, die sie mir jetzt gerade stellt, die ich nicht beantworten kann. Es hat so ausgeschaut, aber irgendwie haben sie sich alle nicht bewegt. Okay, wir können jetzt auf die da schießen. Das werden wir jetzt auch machen mit Squad-Zeit. Und zwar werden wir erstmal versuchen, den Mutant hier auszuschalten. 100% Chance, den zu treffen. 40% Crit-Chance. Auf geht's. Y-Man. Schön gecritted. Down, oder? Und sie haben sie immer noch nicht bewegt, die Gruppe. Okay. Mal wieder irgendwie so einen sauberen Bug. Ah, der ist doch nicht tot. Der hat er noch. Das ist 4. 4 Leben sind das noch. Okay, jetzt können wir natürlich auch
Da aber komplett was reinknallen. Also der. Die stehen so kuschelig, die Jungs hier. Da machen wir mal, da bauen wir mal alles ab. Ja, ich weiß, macht nichts. Haben wir schon geknackt. So, Ed, jetzt aber. Das macht mal richtig Schaden und Spaß natürlich. Boom! Jawohl, genauso wie ich gesagt habe, es sind tatsächlich zwei Mutants. Oh, der klont sich natürlich. Oh, an das habe ich natürlich nicht gedacht. Ja, schlechte Idee. Die Bombe, aber die bewegen sich immer noch nicht. So, als wenn man wirklich nichts. Also, die sind doch irgendwie verpackt oder so. Das gibt's ja gar nicht. Da knallen wir nochmal eine rein. Da kennen wir sowieso nichts. Ja, Granata irgendwas. Granata mit großem Boom. So, da hat es einiges gelegt. Da hat es einen Sektoid, einen Codex, einen Mutant und einen Sektoid gelegt. So, was ist noch übrig? Was ist noch übrig? Das ist noch der Centurion und ein Mutant und da rechts oben ein Codex. Okay. So, Sam werden wir immer noch nicht aufdecken. Also sie haben uns scharf gedeckt. Schießen. Schießen, wollte ich sagen. Okay. Dann gehen wir mal noch vor. Elaria, kannst auch noch einen aus. Schalten mit Gefechtsprotokoll am besten. Oh, da können wir den Codex da oben noch ausschalten. Das ist eine sehr gute Idee, weil den. Der ist natürlich schon irgendwo gefährlich. Weil es irgendwo hinportet und uns dann fertig macht. So, gut. Jetzt haben wir noch Mutant und Mutant Centurion. Und wen haben wir noch? Wer kann noch schießen? Zwei Leute. Ja, das ist doch. Hört sich gut an. Den Centurion. Den wird jetzt auf jeden Fall Sam versuchen auszuschalten. Go! Wow, also kritisch weggepackt. Sauber. Jetzt haben wir noch für drei Leben Mutant, der sich irgendwie komplett verarscht, glaube ich, fühlt gerade. Unerbittlich. Ja, da gehen wir ein Stückchen weg. Haben wir noch. So, und jetzt Brienne. Geht hier hin. Das ist mir zu wenig und deswegen. Weil wir eh nicht wissen, was wir mit der Blendgranate machen sollen. Schmeißen wir sie gleich mal. Um noch jeglichen anderen Schaden so klein wie möglich zu halten. Ja, offensichtlich irgendwie verpackt die ganze Geschichte. Ja, es schießt doch noch. Schießt aber vorbei. Hatte durch Blinkgranate nur 20% Chance auf einen Treffer. So, wem wollen wir jetzt das geben? Wir hatten lang keinen Level-Up mehr gehabt. Wyman, aber der hat das Problem, dass er leider ausgeschossen ist. Versuchen wir mal Ad zu geben. Jo, sehr schön. Das war's schon mit der Mission. Wow, das war jetzt aber echt fix. Aber auch dank hier diesen zwei verpackten Gruppen. Menace 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. 12 Feinde getötet. Status bestätigt, Mission erfüllt. Ed leider am Anfang von dem Stunlancer erwischt worden, das war's auch schon. Das ging aber schön und fix. Freut mich. Mal eine Mission, wo man nicht großartig nachdenken musste. Ich könnte mir vorstellen, dass die Aliens nicht besonders glücklich darüber sind, Commander. Gut gemacht. Gut, 13 Tage, es geht ja. Wyman hat eine Beförderung und seine verborgene Fähigkeit. Okay, unerbittlich. Das ist was,
unser Ranger schon hat, Sam schon hat. Ist natürlich nicht so prickelnd, wenn er einen Kill macht, kann er sich noch bewegen. Okay, kann man mal brauchen, aber hätte man wahrscheinlich auch bessere Fähigkeiten kriegen können dafür. So, für ihn wäre als nächstes Tod von oben nehmen, also wenn er aus einer höheren Position was erledigt, und zwar mit seinem Gewehr, dann beendet er die Runde nicht und kann sich zum Beispiel noch bewegen oder nochmal mit der Pistole schießen. Das nehmen wir. Ein weiteres Codex-Hirn. Wir bekommen 35 Vorräte. Noch zusätzlich zu den 173. Ihre Bemühungen stärken die Widerstandsbewegung auf der ganzen Welt. Und das düstere Ereignis Alien Code verhindert. Sehr schön. Schauen wir mal ganz kurz. Also, genau, die zwei gehen ja schnell. Ich denke, wir werden jetzt wegen Ed niemand in die Krankenstation setzen, das fortschrittliche Kriegszentrum, sondern lieber hier am Ausgraben weitermachen. Und dann. Okay, hier haben wir eine Belohnung: Beutezug. Kriegt man da wirklich einen zusätzlichen Supply Rate? Okay, cool. Aber wo waren wir? Wir waren hier, den Kontakt nach Westeuropa herstellen. Setze Kurs auf die da möchte ich ganz gerne weitermachen. Widerstand, Kommunikationseinrichtung, einsatzbereit. Ja, jetzt kann sich Shen zumindest immer beschweren, dass wir zu wenige Kommunikationszentralen haben. Jetzt haben wir Marjorie frei. Ich denke, sie wird jetzt da reingehen und hier mal anfangen zu exkavieren, so freizuräumen. Es ist momentan nicht notwendig, hier jemand reinzusetzen, da haben wir noch zu wenig Kontakte. Ins Energierelais müssen wir auch noch keinen reinsetzen, dann soll sie einfach mal da schon mal weitermachen. Das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. Jo, was haben wir? Neue Einrichtungsverbesserung, Ellerium-Leitung. Okay, also wir können jetzt unsere Energierelais um ein Upgrade quasi versehen, wenn wir dafür was zahlen wollen. Wir können Plasmagewehr erforschen und eine Servorüstung. So, Servorüstung können wir uns nicht leisten, weil wir sowieso... Ach, okay, das ist jetzt quasi Tier 3. Plasmagewehr. 30 Tage wird es dauern. Wow. Dann machen wir vielleicht vorher noch schnell die Alien-Verschlüsselung dazwischen. Schieben wir die noch dazwischen, bevor wir dann auf das Plasmagewehr gehen. Ich sehe eine Reihe wichtiger Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie. Ich lasse Ihnen einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Und jetzt ist auch dieser Raum freigeschalten. Schauen wir nochmal schnell, welcher war das? War der in der Mitte. Und hier möchte ich eine Werkstatt herbauen. Bei der Werkstatt eingeleitet. Und da setzen wir auch einen rein, damit es schneller geht. Und jetzt müssten wir eigentlich noch einen übrig haben, oder? Genau, Ramsay ist noch frei und den packen wir dann auch gleich da unten mit rein zum Fleischhaufen. Sehr schön, wie schaut es jetzt aus? Also hier haben wir noch 17 Tage, dann fangen wir hier mit der Psykammer an. Hier unten natürlich noch viel, viel länger. 20 Tage braucht es, bis die Werkstatt fertig ist. Jo, also hier brauchen wir uns jetzt mal zeitlang nicht drum kümmern. Okay. Avatar-Projekt kriegt man wieder einen Punkt. Die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Ich bin ja schon dabei. Ich bin ja schon, habe ja schon vor, hier hoch alles freizuräumen. Oh, okay. Düsteres Ereignis abgeschlossen. Oh, das war dann anscheinend das Hidden-Ereignis. Kann man nämlich nicht erinnern, dass wir das hatten. Preis von Rekruten ist um 100% erhöht. Ja, jetzt nicht so tragisch. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Genau, also wir können jetzt die Schattenkammer bauen.
Das war's auch schon. Dann gehen wir jetzt auf das Plasmagewehr. 30 Tage bis Tier 3 Waffen. Zumindest die erste Tier 3 Waffe. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Wir haben unseren ersten außeramerikanischen Kontakt, nämlich Westeuropa. Sehr schön. So, da werden wir auf jeden Fall noch so ein Relais bauen, damit dann das billiger wird, um sich das zu holen. Jetzt haben wir da drüben ja noch was gehabt, diesen Beutezug. Vorratslieferung ist in 4 Tagen, was auch gut ist, dass wir jetzt das noch schnell freigeschalten haben. Jetzt haben sie nämlich unsere Einnahmen erhöht hier. Beutezug, wow. Sollen wir da jetzt schon drauf gehen oder machen wir jetzt erstmal hier das Relay? Kostet uns das? 50 Vorräte. Okay, das machen wir mal. Müssen wir aber noch nicht gleich hier am Rad drehen. Noch einen zusätzlichen Beutezug. Naja, gut, verkehrt wäre es nicht. Weil die größte Schwierigkeit, die man im Spiel hat, das sind die Ressourcen. Ganz klar. Gerade auf Legende. Fortschrittliche Sprengkörper haben wir gekriegt. Sehr schön. Rauchbombe ist jetzt verfügbar. Also Smoke Grenade. So, was können wir jetzt machen? Bluescreen-Protokoll und Schädelauswertung werden sicherlich die, wo ich sage, die hätten wir gern. Und dann später gehen wir mal vielleicht auf Exo-Anzug, Spinnenanzug und dann weiter. Hier Munitionen will ich auch noch unbedingt, brauche ich noch welche. Aber das Bluescreen-Protokoll, Schädel. Auswertung. Ich glaube, wir machen erstmal das Bluescreen-Protokoll. Interessante Wahl. Ich melde mich, sobald wir fertig sind, Commander. So, und jetzt müssten wir doch eigentlich mal wieder eine Mission kriegen. Ich glaube auch, so ein... Oho, okay. Vergeltungsschlag steht kurz bevor. Für Sie, Commander. Den Widerstand anzuführen ist eine schwere Aufgabe, Commander. Aber Ihre Ergebnisse lassen uns zweifeln, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Wir müssen uns steigern. So ein Schmarrn, wir sind auf dem richtigen Weg natürlich und kriegen 255. Und was haben wir noch? Wachsamkeit immer noch. Oh, Avatar-Projekt. Ein Block mehr, ja, würde man auch ganz gern verhindern und gleich gibt es einen Punkt beim Avatar-Projekt und gleich gibt es einen Retaliation Strike. Hier noch die Vorräte, die holen wir uns als erstes. Ja. Ja, machen wir so. Ranger berechnet neuen Kurs. Ed ist sogar schon wieder zurück. Also jetzt können wir komplett aus dem Vollen schöpfen. Schauen wir noch schnell am Schwarzmarkt vorbei, was da noch Neues ist, und dann machen wir hier am Beutezug weiter. Der Markt ist offen. Sektoidenleichen wollen die? Ich glaube, da haben wir extrem viele. Ich glaube, da schlagen wir auf jeden Fall mal zu. Machen wir mal so. Verkaufen wir auf jeden Fall. Schauen wir mal, was sie sonst hätten. Wieder, da wische ich aber wirklich jedes Mal den falschen Button. Was könnte man? Die Servo-Ausrüstung. Aber wir haben nicht so viel Info, dass das sich irgendwie rentieren würde. Ja, aber ich hoffe, dass wir die mal demnächst umsonst kriegen. Noch einen zusätzlichen Ingenieur. Ich glaube, das können wir uns auch sparen. Überragende Konditionierung. Ja, überragender Schaft. Überragende Magazinerweiterung. Ich glaube, die will ich haben. Die will ich für Wyman später mal haben. Die kaufen wir. Okay, so.
Das haben wir, genau. Machen wir weiter am Beutezug. Aber jetzt gehe ich aber schwer davon aus, dass wir da nicht mehr hinkommen jetzt. Genau, hier ist der Vergeltungsschlag auch schon. Jo, die Mission an sich heute war also wirklich sehr einfach, aufgrund dessen auch, weil diese zwei Gruppen auf einem Fleck gestanden sind und sich aus dem Grund nicht wegbewegt haben. Die konnte man mit Bomben einen Bombenteppich wegmachen. Das war also wirklich sehr einfach. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wir hatten ja hier einen großen Fortschritt in der ganzen Forschung und im Vorankommen unserer Mission. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da oder abonniert. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Und bis dahin, meine Motto folgen, keep on rockin'.